Gimia ist sicherlich der defensiv stärkere im Vergleich zu Brückner. Auch der erfahrene. Mosquera lässt Holst einfach stehen. Mosquera, nochmal Mosquera. Was für ein Ding! Es ist ja unglaublich. Sein zweites Tor. Sein viertes Saisontor. Und das ist schon fast eine Demütigung für einen Verteidiger wie Matthias Holst, was er da mit ihm gemacht hat. Von hinten rausgespielt, an der Seite, dann ist er schneller, dann lässt er Holz stehen, der kommt zurück, dann lässt er ihn aussteigen und schiebt den Ball durch die Beine von Daniel Maso. Elegant, temporeich, das war perfekt gemacht. Schauen Sie, hier. Einmal links, einmal rechts, einmal drumherum. Und 3:0 für Eisern Union. Und es sieht im Moment nicht so aus, als hätten sie schon genug. Viertes Saisontor von Mosquera.
Benjamina. Klasse Haken. Links läuft Mosquera. Kontermöglichkeit für Union Berlin. Benjamina, klar würde er gern hier diesen Tag noch mit einem Tor beenden. Da ist Mosquera, da ist das 2:0. Aber damit ist der Sieg für Union Berlin in der Tüte. Glückwünsche nicht nur an den Torschützen, auch an den Vorbereiter, an den uneigennützigen Benjamina. Hier diese 2-2-Situation. Er zieht an gegen Hickel. Und dann bringt er herausragend diesen Ball nach innen, nimmt den Kopf noch hoch. Punktgenau. Das hat dieses Sturmduo lange Zeit ausgezeichnet. Jetzt wird es gesprengt, weil Benjamina hier an der Alten Försterei keinen neuen Vertrag bekommt. 2:0 Union Berlin für Mosquera. Sechstes Saisontor. Wie straight auch mit der Hand, aber ich glaube nicht, dass man da Elfmeter pfeifen muss hier. Mosquera. Tja, der kann es nicht verstehen, aber ich glaube, dass da keine böse Absicht vorlag in dieser Situation. Und da ist er wieder. Und diesmal trifft er. Na, wer sagt's denn? Drei Chancen, ein Tor. So schlecht ist das ja auch nicht als Quote, wenn es denn immer so wäre. Mosquera, 1:0 Union. Jubel hier in der 13. Minute ist so groß, als ob sie gerade ja, die Meisterschaft gewonnen hätten. Aber es ist Derby-Time und da freut man sich. Und schauen Sie sich, wie sich alle mit ihm freuen. Wie groß die Augen waren. Ein klasse Pass im Übrigen. Genau in die Schnittstelle. Genau in die Schnittstelle. Roger kommt nicht nach. Kirschbaum raus. Und dann Mosquera. Ja, das ist die Qualität des Kapitäns. Super gemacht. Und dann einfach in diesem Fall eiskalt verwandelt. Drei Chancen, ein Tor. Ich schreibe mir das mal auf. Mal sehen, ob das so weitergeht. 1:0 für Union. Geht in Ordnung, weil sie mehr vom Spiel hatten. Und bislang auch die besseren Chancen. Wartet da sehr lange. Macht da klasse. Ist schon so eine kleine Tradition, dass man da am letzten Spieltag dann nochmal versucht, ein Spiel mitzubekommen. Außerdem nicht zu vergessen, der KSC hat eine Fanfreundschaft mit Hertha BSC Berlin und ist deswegen bei Union und seinen Fans nicht sonderlich beliebt. Das ist Mosquera! Und das ist der Ausgleich! Erste Chance für Union und der Ball ist sofort drin. Kopfstoß von Mosquera. Und da jubeln die Berliner und Mosquera zeigt an, Tor nach einer Flanke per Kopf. Das ist nicht gerade die Spezialität dieser Mannschaft, aber Stefan Müller, der ist ins Team gekommen, weil Langkamp letzte Woche nicht überzeugt hat. Sebastian Langkamp wohlgemerkt. Ja, er läuft hier hinterher. Die Berliner mit einem seltenen Treffer nach einem hohen Ball. Und John Jairo Mosquera trifft zum achten Mal in dieser Spielzeit und jeder